Ich spiele heute mal den Django Fett, aber in Alltagskleidung. Casual. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Stefan, wie gesagt, mit Fauch Ray. Fauch. Und. Hallo Leute, ich bin Ray. Ich kann nur noch in einer hohen Stimme reden. Weißt du, was ist das? Okay, also die ganze Zeit so ein Stefan heute. In der Folge. Ich hab's gewünscht, oder? Okay, ich würde wenig sagen. What the fuck, Alter? Digga, ich kann dir überhaupt nicht ernst nehmen, wenn du so redest. Nice, ist der Spaß. Okay, wir jetzt Eisleute so. Ja, genau, wir haben nur so zwei Dinger. Zwei Rebellen müssen wir noch befreien. Aus dem Eis. Nein, ich bin nicht besoffen. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann. Ist der Druide jetzt hier im Eis gefangen und zählt als Rebelle? Lol. Nee. Nee. Wenn der am Ende dazu zählt, dann wäre das absolut frech. Na, findest du, ich will nicht weiblich an. Also, ich kann das nicht die ganze Zeit durchziehen, wenn jetzt so bloß so immer wieder mal, weil es ist wahnsinnig anstrengend, heilige Scheiße. Boah, und ich glaube, es hört sich absolut schrecklich an. ja, wo muss ich? Ey, wo sind denn hier zwei, können doch nicht so schwer sein, die zwei Typen zu finden hier, die irgendwie eingefroren sind noch. Ja, ich glaube schon wieder im Kreis. Ich bin doch, hey, ich kann doch alles, oder? Ich muss doch alles wissen. Jetzt höre ich mich nicht mehr so. Ja. Ist auch gar nicht, ich glaube, ich fahre hier gerade auch schon drin. Aber hier war ich noch nicht drin, glaube ich, oder? Ist hier einer drin? Nee, aber hier ist dieses komische Tor, was nicht aufgeht. Mann, wo war ich denn jetzt noch nicht hier? Ich war gerade irgendwie da oben, glaube ich, aber hier in dem Trakt war ich, glaube ich, gerade nicht. Dann renne ich mal da rein. So schwer kann es ja nicht sein, noch zwei Dinger zu finden hier, ha? Doch, das ist so schwer. Ja, guck mal, das hier sieht mir komplett neu aus. Kann man dran ziehen auf jeden Fall. Billy, probier du das mal, das ist, also, ob es dir auch so schwer fällt, so eine ganz gute Stimme. Ja, hallo, wie geht's euch heute so? Hm? Stefan, was hast du heute noch so vor? Ja, also, ich würde heute noch kacken gehen. Noch kacken gehen? Ja. Oh, ich war schon. Oh, das ist ja schön. Bist du schon geduscht? Ja, geduscht bin ich auch schon, ja. Ah, okay, ich noch nicht. Ah, ich bin gerade erst aufgestanden. Stinkebär. Ja. Bin ein Stinkebär. Ja. Hier ist leider auch kein Rebell drin. Kann das sein, dass es so ein großer Komplex gewesen? Und warum kann man hier überall mit dem Druiden durch? Überall im Druiden. Alter! Oh, du, ich finde, es geht sogar. Besser durchhalten. Ja, ich bei, mir ist, bei mir ist nicht so anstrengend. Also ich. Bei mir ist wirklich schwer, muss ich sagen. Ja, das war komplette Scheiße. Falls ihr das gerade irgendwie zu Frühstück schaut, ja. Hört einfach auf. Mir wird ja jeder Appetit vergehen. Oder die Gefahr ist halt, dass man sich verlacht verschluckt. Das ist schon auch. Also, warte, Stefan, ich hab noch was. Hallo, hier ist wieder eure Bibi. Hier ist Marvin. Ich heiße Marvin. Und heute wieder der Felix Julian. Leute, hören wir. Ich bin die Bibi. Warte, die Rede wirklich so, oder? Hallo, ich sehe doch. Der hat eine recht hohe Stimme. Ja, die hat so eine. So gut, Felix. Der hat so eine richtig hohe Stimme. Alter, wir hören jetzt auch in Lego Star Wars, machen nur eine Parodie auf andere YouTuber. Ey, irgendwie regt es mich auf, dass ich diese zwei Leute nicht finde hier. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Irgendwie, also. Soll ich einfach in meinen Babygen einsteigen? Alle, wie schlitte ich denn über den Boden, oder was? Ja, das ist witzig, ne? Das finde ich eigentlich cool gemacht. Ja, aber auch beim Rock so. Ich kann nicht mehr laufen. Ist das schon immer so bei Rockzipfeln? Rockzipfel.
Ich glaube schon. Ja, hier ist halt nirgendwo ein... Ich würde mir vorstellen, dass halt wirklich dieser Druide da, der eine da einfach dazu zählt. Der so ein bisschen im Eis steckt, weißt du? Ah. So, jetzt warte mal. Was war das jetzt für ein Move? Wo Stimme reden und dann sich muten? Ja, der Michi ist gerade reingekommen. Der Michi ist reingekommen? Ja. Oh, will der Michi auch mal was sagen? Nee, ich will den Michi hier bomben. Ich will den Michi hier jetzt mal hören. Nee, der wollte nur Ketchup. Der wollte nur Ketchup? Der Michi kriegt kein Ketchup. Der Michi hat schon genug Ketchup gehabt. Ja, wo sind die scheiß Charaktere? Ich hab keine Ahnung. Ich bin doch hier schon 100 Mal durch. Also hier ist... Ich scheiß mal auf die Karte. Ja, wir waren da doch überall schon. Alter, wir brauchen irgendwann mal... Wie heißt das, was für die Luftballons aussieht? Helium. Helium, genau. Ich war kurz auf Helium. Nee, wir brauchen mal Helium, ja, und dann reden wir die ganze Zeit. Ist da oben irgendwo hier auf dem Geländer was jemand drauf irgendwie? Keine Ahnung. Kann ich da ran vielleicht? Der muss mir vielleicht. Ich schau jetzt mal da hoch noch einmal. Ansonsten gehen wir einmal nach Great, machen erst die Charaktere und machen das dann zum Schluss. Ich glaube, wir wetten diese eine Druide. Ich wette mit dir, dass dieser eine Druide, der da ein bisschen versteckt im Eis dazu gehört. Ah, du konntest ihn nicht befreien, oder wie? Naja, das ist ein Auftrag, damit man den befreien muss. Ach so. Ist der andere Charakter auch leicht im Eis, vielleicht? Da ist noch keinen anderen gesehen. Soll ich jetzt... Ich schau mal. Hier oben ist auf jeden Fall keiner. Keiner. Kommt doch gar nicht da ganz rüber. Also, ich weiß es nicht. Ja, um das nochmal festzuhalten, also... Ach, das ist das LOL. Also, der Zuschauerwunsch komplett vernichtet. Ich muss ein bisschen meine Gesundheit auch... Es ist ja... Ja, komm, wir reisen jetzt nach Dings. Ja, fast. Müssen wir denn da machen, diese Dinger sammeln, ne? Wir müssen rote Kristalle holen, ja. Ja, okay. Ich glaube, wir haben ja jetzt halt schon wieder knapp 10 Minuten einfach so. Was machst du? Wie? Kannst du jetzt. Jetzt kannst du ja gar nicht mehr fliegen. Letztes Mal bist du ein bisschen geflogen, immerhin noch so, weißt du? Jetzt bist du halt einfach. Also, Stefan, Freunde. Stefan gibt dir am besten kein Schiff. Guck mal, wie der landet doch. Stefan kann ja nix. Das ist ja unglaublich. Also gut. Dem würde ich nicht mal im Auto, Schiff oder irgendwas anvertrauen, dem Stefan. Oder Flugzeug. Kreuzfahrtschiff. Ja, was für Kristalle müssen wir die abbauen vielleicht? Sie direkt aus der Wand zu schlagen. Wie sollen sie direkt aus die Wand schlagen? Aus der Wand, okay. Ist das hier auch Kristall? Ah ja. Hast schon ein. Zwei. Kommen die hier auch einfach, kommen da welche raus aus den Dingern da? Das hier. Ich bin ja gar nicht mehr in meinem Bereich drin. Hä? Achso, es ist nur in dem Bereich. Oh. Ja. Gerade eben wurde es gelb angezeigt, aber. Achso, dann haben wir mehrere Bereiche. Oh ja, ist ja. Okay, dann gehen wir an einen anderen als ich am besten. Okay, hier ist was. Achso, das sind ja diese hier, diese Dinger, die auch leuchten. Ah, so ja, oder? Gut. Ja, leuchten, sind aber ja, drei Stück. Ja, sehr, sehr viel. So, gut, perfekt. Dann gehe ich links und du kannst nach dem anderen schauen. Ah! Geil. Wo muss ich da immer hin? So, hier. Ah. So, und wo hier? Hey, wait, war das jetzt nichts? Ah, da fehlt hier noch was. Bin ich blind oder was? Achso, nee, die lagen hier.
Okay, wie viele Bereiche haben wir noch? Bloß noch deinen, oder? 8. Na, ich schau mal. Ach, da ist noch einer. Hoffentlich habe ich meinen jetzt nicht übersehen. Ah, hier sind zwei. Okay, perfekt. So. Was? Das ging schnell. Ja, das war ein schneller Auftrag. So, tschüss. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal direkt den Druiden jetzt, der ein bisschen im Eis feststeckt, ja, okay. Um zu wissen, ob der dann auch noch dafür zählt. Oder ob wir blind sind. Ja. Ich verdeck dich einfach mal, weil das ist halt peinlich. Also, ich find's okay. Oh, wer von uns möchte mit der Frau hier reden? Ich will mit dir reden. Von Frau zu Frau. Hallo. Oh, du gibst dir ja nun die ganzen Kristalle. Ja, gern. Bin eine Bergmännin. Soll ich das lesen? Ja. Ah, mein treuer Bergmann kehrt zurück. Und mit einer schönen Menge Roh... Was? Rohdochrosit. Ich werde es sofort einsetzen, um neue Heilmittel für unsere müden Soldaten zu entwickeln. Daraus wird Penicillin hergestellt. Ich stimme übrigens so voll, aber es ist wirklich schlimm. So. Aber was soll ich zuerst heilen? Ihre Käsefüße? Ihre irrationale Axt vom Ampass? Mir ist schrecklich ins Ink stimmen. Heilig ja, auf schon. Der Kristalle. Puh, ansteckt. So, Druide. Ja, ich habe mir schon mal markiert. Nehmen Aufträge. Nicht immer hier. Ah, es gibt sogar noch einen Versperrten. Guck mal, wo, was müssen wir mit dem Versperrten machen? Schneidwarnschwund, wo müssen wir hin? Ja, ich helfe dir. Achso, warum muss ich jetzt ein Datenprotokoll mitnehmen? Ah. Ich hab nicht durchgelesen, ich habe auf jeden Fall jetzt ein Datenprotokoll bekommen hier. Ja, perfekt. Das ist derjenige, halt. Das ist derjenige, der auf die Nachricht wartet, der marschiert sicherlich kreuz und quer durch den Schisspunkt. Aha. Also wir suchen jemanden mit Stift und Zettel in der Hand. Wait, den habe ich doch gesehen. Irgendwo. Blöder Gong. Ach Gott, ich muss zurück zur Haupthalle, ist das hier? Erst nicht. Warte, den habe ich hier oben irgendwo gesehen. Da, weiß ich's doch. Den habe ich vorher schon mal umgebracht. Hab ihn, glaube ich. Ich weiß, ich habe gesagt, du kannst das Klemperdeten 2 Tage ausleihen, aber meine Notizen waren noch drauf und ich brauche sie zurück, bevor ich diesen Kopf aus Versehen verkehrt rum aufsetze. Ah. Oh je, das klingt aber sehr dringend. Dann gehe ich besser zurück zur Krankenstation. Danke sehr. Perfekt. Ja, was hat das jetzt geholfen, um ihn aus dem Eis zu befreien? Ja, nichts. Mutlich. Nee, aber kann man ihn jetzt einfach aus dem Eis befreien? Ja, schau mal. Nee, jetzt ist er aus dem Eis befreit. Aua. Aber hat er gezählt? Ich glaube eigentlich nicht. Nee. Warte, das können wir doch nachschauen. Wo war das? Das war bei Herausforderung, oder? Ja, fehlen noch 2. Ach komm. Ah, langsam. Achso, warte mal, Aufträge. Wir müssen leider nochmal nach Tatooine für armlose Frage, Alter. Aber machen wir erstmal hier Aquamarin hinter den Ohren, oder? Ja. Sehr gerne. Geht's nicht hier hin. Du kannst mit C3PO irgendwie kreuz und quer durch die ganze Basis laufen. Wow. Wir haben nicht zufällig von der Aquamarin-Staffel gehört, oder? Nee, eigentlich echt nicht. Ja, ich weiß, sorry, der Name ist ziemlich peinlich, aber die Truppe ist neu und die besten Farben waren schon vergeben. Jedenfalls sind sie vor einer Weile auf eine Mission gegangen und sollten längst zurück sein. Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Können sie dir vielleicht mal nach ihnen sehen? Warum schaust du selber nach ihnen, wenn du dir Sorgen machst? Hm? Ja, du machst ja doch hier die Sorgen. Schau doch selber danach. Du, Rogue 2 steht da, du bist auch, hast auch eine Staffel. Los, Abmarsch! Du fliegst hier jetzt los. Ich war in Rogue 2. Ja. Rogue 2, no Star Wars Story.
Herzlichen Dank. Nach Mos Eisley. Da müssen wir ja sowieso danach rennen, also passt ja. Ja, ist ja okay. Aber wir sind safe. Zuerst zu ihm zurück. Ja, oder wir reisen nicht zuerst zurück, wir machen zuerst den anderen. Eben. Ha, genial. Können wir zwei Aufträge gleichzeitig aktivieren? Ich sag mal so, der wartet dann halt trotzdem ja, ne. Hier. Eben. Also wir müssen ihn halt dann nochmal extra suchen wahrscheinlich. Kurz, aber ist okay. So, das hoffentlich kannst du jetzt fliegen. Nö, glaube ich nicht. Und... Also ganz ehrlich, nach dem Part, da kommt der Assi-Steffen nichts. Was ist das denn? Jetzt stehe ich nicht mehr unter Flug. Der Assi-Steffen, da kommt was anders. Also nächster Part wird es noch nicht, weil... es langt jetzt erstmal. Eieieiei. Diesmal sehen wir dich zum Glück nicht landen. Ja. So, wo müssen wir hin? Gute Frage. Ich folge mal den Pfeilen. Echt? Und ich würde den hier mal. Sein. Ich hab hier auch einen. Mhm. Also der konnte schon mal nicht helfen. Ah, der auch nicht. Euer Götzin, Verzeihung. Ich habe mich gerade erst angemeldet, bis super besorgt erwischt zu werden. Die Typen, die mich rekrutiert haben, waren danach bei meinen Nachbarn. Cool. Ja. Also, ihr sucht diese Rebellen? Behaltet das bitte für euch, aber mein Mann ist ein Sturmtruppler. Und er war gar nicht begeistert, als die aufgetaucht sind. Er hat sie verjagt. Anscheinend sind sie, sind ihm am Ende alle drei entwischt. Ich weiß nicht genau wohin. Er ist hinterm Haus, wenn ihr ihn fragen wollt, aber er würde wahrscheinlich nur mit einem anderen Sturmtruppler reden. Ich bin Sith, ein Ray. Sturmtruppler, also bitte. Ja, ja, du bist ein Klontruppler, wenn Klontruppler, ja. Klon-Sturmtruppler. Ah, da ist er. Tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt. Ich habe nur Zeit für offizielle Sturmtruppler-Angelegenheiten. Wenn ihr noch was braucht, fragt meine Frau. Wie wäre es, wenn du einfach das hier nimmst? Ja, jetzt komm, verwandle ich halt den Sturmtruppler. Oh, ihr sucht also die Rebellen, die hier rumgeschnüffelt haben? Ja. Erst hatten sie mir direkt vor der Nase und dann sind sie entwischt. Jetzt muss mir nur wieder einfallen, wo genau sie mich abgehängt haben. Ich habe einen bei der Kantine verloren, das weiß ich. Den anderen drüben beim Doberger Hotel, glaube ich. Und den letzten in der Nähe des Landungsdocks, genau. Hier, ich markiere die Gebiete auf eurer Karte. Unsere Leute suchen schon nach ihnen. Aber wenn ihr sie zuerst findet, richtet ihnen ganz freundliche Grüße von mir aus, ja? So, und jetzt zurück in Betriebskleidung. So, welches drei Gebiete? Was, drei gleich? Ne, zwei Gebiete irgendwie nur hier anscheinend. Na gut, dann machst du hier das Close und ich gehe zum anderen einfach. Ja, perfekt, muss ich hin. Blöde Pfeile. So. Alle. Oh, warte mal kurz. Kann man irgendwo ein Passwort ergattern? Rebellen, Hilfe, was? So. Nein, Stefan, das Spiel. Ich hätte es ausgetrickst, aber ich darf hier nicht rein. Oh. Kann mich hier nicht reinbacken. Ja, da gibt es ein neues Passwort da drin, oder? Nee, gar nicht wahr. Gibt's das? Doch, schon da drin, ne? Ach komm, ja, so ich da drauf nicht stehen darf. Naja. Dann machen wir das, sobald wir Tatooine machen. So. Irgendwie hier muss ein Rebell sein. Ich glaube, ich habe meinen Rebellen gefunden. Schön. Ich bin ja, nur ein intelligenter Schrotthaufen. Was? Hä, wo denn? Soll Stefan, denn verstehst du, warum der das gerade sagt? Ja. Ehrlich gesagt nicht. Wollt ihr als Druide tarnen? Moment! Ihr seid gar nicht hinter mir her. Das ist ja großartig. Ach, da, hat Seth euch geschickt, um mich zu retten? Ach, großartig. Auch großartig. Ich melde mich lieber zurück, sonst sagt man der Aquamarine-Staffel bald noch Trödelei nach. Nicht gut.
Und jetzt rennt er einfach weg. Vorher hätte er nicht von alleine wegrennen können. Ich musste erst mit ihm sprechen, oder wie? Ach, ich musste ihn ja nicht mal befreien oder irgendwas. Er konnte, hätte einfach selber wegrennen können. Was soll denn das, Stefan? Sag mir mal, was das soll. Ja, komm. Ja, was da bist du? So ein Truppler. Jetzt muss ich da hoch, oder was? Ja, ich spinne. Ah, da ist noch einer. Ich weiß gerade übrigens nicht, ob ich zu dem laufe, wo du bist, oder ob ich zu dem anderen laufe, aber... Ah, das kann sein. Ich laufe auf jeden Fall zu etwas. Ja, warte, kann ich den? Jawohl. Perfekt. Wann kann ich den anderen? Hm. Ich glaube, ich habe meinen Rebellen gefunden. Alter, wie wenig Schaden kriegen die? Perfekt. Fliegt der Helm auch mal ab, wenn ich dagegen schieße, bitte? Danke. Ja. So. Ist es vorbei? Ich dachte, ich wäre erledigt. Man hört ständig, wie toll es ist, ein Rebell zu sein. Dabei wird komischerweise nie erwähnt, wie gefährlich es sein kann. Oh. Habe ich das nicht erwähnt? Ich bin Mitglied des hochverehrten Aquamarinenkommandos und ich muss mich wirklich dringend melden. Also bis dann, danke für die Rettung. Hochverehrt. Ja. So willst du es eigentlich noch hin? Weitern? Nee. Achso, habe ich jetzt gerade das gemacht, was du gerade versucht hast zu machen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss davor die ganze Sturmtruppe töten, oder warum also waren die um sonst dem, da alle? Also ich habe um den Rebellen drum waren einfach nur 4 Sturmtruppen, die ich getötet habe. Mehr war da nicht. Was war denn mit denen, die ich gerade alle gekillt habe? Warum ich weiß nicht, die waren richtig aggressiv. Achso, wir müssen in die Kantine. Das muss doch damit zu tun gehabt haben, oder? Wofür waren denn sonst gerade Sturmtruppen in dem Bereich? Achso, und er feiert hier einfach, hä? Hm? Alles klar. Das gibt erstmal schön Kopfschuss. Warte, wie spät ist es? Warte, Sef immer noch darauf, dass wir uns melden? Bantamist! Ach, tut mir leid, ich brauche nur eine Pause nach dieser Sache mit dem Imperium. Sowas schlaucht ganz schön, du verstehst? Okay. Ich kehre wohl besser zur Basis zurück. Perfekt. Ah ne, ja, wir müssen gar nicht zurück. Oh, schön. Perfekt. Nebenaufträge. Schauen wir mal ganz kurz, was das für ein Auftrag war. Du schaust bei, hoffentlich oh mach hier. Alter. Was machst du? Ich gehe dann, mach das direkt. Aquamarine hinter den Ohren, so Party-Laune. Was brauchen wir da? Beginne armlose Frau in Tätin, was alles leer. Ja, hab ich. Okay, zack. Perfekt. Ach, es ist wirklich, ich hätte einfach nur hier hinlaufen müssen. Was? Nein. Eine armlose Frage, lol. Ah, naja, ja, ich war. Oh, lol. Geil, ja. Alter. Dr. Evertsson. Dr. Evertsson. Mein Freund Pondo Baba hier wurde Opfer eines Missverständnisses, bei dem er den Arm verlor. Die Details sind nicht wichtig und es ist sicherlich niemand schuld. Trotzdem. Als Arzt habe ich versucht, den Arm selbst wieder anzubringen, aber es hat nicht recht geklappt. Jetzt will ich Experten hinzuziehen, aber ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Du vielleicht? Du willst mir helfen? Du bist gar nicht so übel, wie ich dachte. In Ordnung, hör zu. Du musst jemanden finden, der Ponda einen Ersatzarm besorgen kann. Ohne Fragen zu stellen. Und jemanden, der das Ding anbringen kann. Und auch keine Fragen gestellt. Verstanden? Ohne Fragen zu stellen. Checkst du diesen Ding aus vom Metam, aber... Kannst du es mich tun, ohne Fragen zu stellen? Oh nein. Dann schuldet er uns einen, ohne Fragen zu stellen. So muss man hin. Oh, Galaxiskarte. Ach komm. Was für Hoff und Kashyyyk. Aber jetzt überlegen wir mal kurz, wo ist es wahrscheinlich, dass wir einen Arm finden? So ein Kashyyyk. Ich würde auch sagen Kashyyyk, weil die ganzen Wookies halt einfach Arme rausreißen aus Leuten. Ja, eben. Kachiro. Da haben wir noch gar nichts aus einem Charakter. Alter. Kashyyyk, das wird. Also will da was sagen, dass wir gesagt haben, was haben wir gesagt, wird einer der letzten Planeten? Ich will Kashyyyk. Finde ich toll eigentlich. Würde ich als einen der letzten Rennen zumindest. Okay. Ja, kann man machen, klar. Und genauso wie Mustafa, würde ich schön. Boah, könnte Mustafa zum Schluss machen, ey, komplett zum Schluss. Als letzten Planeten. Haben wir Mustafa nicht schon gemacht? Oder? Oh, bin ich gerade dumm, haben wir echt Mustafa schon gemacht? Scheiße. Ich glaube, wir haben Mustafa schon gemacht. Ach doch, stimmt, ja. Ich war bloß gut drauf, dass wir es so nicht haben, weil wir wegen Bosk nochmal hin mussten.
Aber stimmt, da hatten wir schon längst. Scheiße. Ah, dann. Ja, da kann Mustafa haben wir, glaube ich, als ersten Planeten gemacht. Warte mal. Ihr müsst jetzt dann Endor machen, weil es so leckt und es wird eh nicht besser. Nee, Mustafa haben wir noch nicht gemacht. Ach doch nicht. Aber Welt warum waren wir denn so oft auf Mustafa? Ja, wegen irgendwelchen Aufträgen. Aber Mustafa dann. Ja, okay, machen wir Mustafa als letztes fertig. Perfekt. Ich war mir echt der Meinung, dass wir irgendwie Mustafa schon hatten. Ich glaube, wir haben einen Teil gemacht und dann haben wir wirklich weiter. Ich weiß nicht. Aber der hat echt viele Aufträge schon, ja. Echt? Schon drauf. Weiß auch nicht. So, ein Wookie. Gratscha, wird da vielleicht dann aus, weil wir viele Monde haben, die Wookies eine riesige Sonne von Druidenarme. Aber. Druidenarme? Pirat und lokale Behörden, was? Was für lokale Arme? Behörden? Weiß jetzt auch nicht, schmerzarme Mission. Ich weiß ja, jetzt nicht, aber ja, unser Auftrag hat den da unten, hat uns drin geführt. Okay. Aha. Interessant. Ja, dann gib uns mal ein paar Arme. Ja, aber. Achso, aber wir finden den Chirurgen dafür auf wahrscheinlich. Hey, wait. Bin ich immer noch verwirrt. Schmuddel die Druiden auf und Kaschig nach Tatooine. Okay, markier mal nochmal den anderen, bitte. Der komplett ist markiert, wird. Ist markiert. Bei mir. Achso, bei mir. Geh du mal in die Galaxiskarte jetzt rein kurz. Achso. Weil ich muss hab immer noch die armlose Frage. Ja, du musst jetzt. Ja, mach dann Tatooine. Ja, schauen wir das mal. Was heißt das? Ja, mach das mal. Ey, ist alles miteinander verknüpft. Ich hab wieder eine Kiste dabei, Stefan. Jetzt krass, da sind, glaube ich, fast normal drin, aber irgendwie im Weltraum. Da hast du nie. Oh! Ah, fast! Dein Kopf. Och Mann. Ja, natürlich, was dachtest du denn? Ja, ich dachte, das wird mal eine entspannte Reise. Aber ich habe jetzt zum Glück meinen Angriffsjäger mitgenommen. Ich habe ein B wegen der unendlichen Torpedos. Ja, da. Schön. Wait, what? Die werden mir angezeigt, Felix. Also, warum schießt du mich mit dem Torpedo ab? Ja, weil ich Spaß dran habe, weil ich es lustig finde. Ich aber nicht. Echt? Weil dieses Schiff ist absolut geil, Digga, Stefan. Ich liebe das hier. Dass einfach so schnell schießt und einfach so angenehm ist. Alles Babying ist absolut Burken. Das Schiff ist auch geil. Wir haben mal wieder Premium-Schiffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ein gutes Schiff hier diesmal jetzt, ja. Und jetzt kannst du wieder gar nicht fliegen. Das gibt's ja nicht. Hängt das so schief drin, also irgendwie? Ich weiß halt. Hä? Alles klar. Was war das jetzt? Dreh dich mal rein. Macht benutzt. Hä? Ich hast dich jetzt gedreht? Ich weiß es nicht. Ja, so. Ja, lol. Geht doch nicht. Aber wenn ich jetzt. Nee, schade, ich dachte, das richte mich anders aus, wenn ich mich mit dem B-Wing drehe. Warte mal, wo sind die? Ah, hast du schon. Die werden weggemacht hier. Das ist. Also mit dem Schiff hier macht es Spaß zu schießen und zu fliegen. Ja, wenn die halt mal kurz. Wenn es bei mir halt mal kurz stehen bleiben, ist, das kam es in Torpedo im Gesicht. Und sehr praktisch. Das hier feuert halt richtig gut. Da macht es halt einfach Spaß mit zu schießen. Das ist halt so eine krasse Feuerrate. Schade. Ich dachte mir, jetzt den kann ich dir klauen. Irgendwo hier oben ist einer da. Zack, zack. Also diese unendlich Torpedos. Es ist irgendwie broken, ja. Schon ein bisschen, ne? Oh, es liegt zwischen Steinen, pass auf. Ja, aber wir wollen ja auch hier Missionen machen, von dem her ist das wichtig. Wie bist du jetzt? Dreh mal deinen rechten Stick ein bisschen, beweg dir mal. Deinen rechten. Ja. Mit dem, mit dem du dich nicht bewegst, ich meine den anderen, mit dem du Kamera ausrichtest. Ja, der bringt aber auch nichts. Wie hast du dich denn? Ah, jetzt einfach so. What the fuck? Jetzt bist du fast drin. Ja, es ist schon. Der B-Wing. Gratium Pferdewell.
Ah, die Timings sind immer nicht so angenehm, die sind recht schnell. Ja, aber wenn sie haben immer so kurze Phasen, wo sie ganz gut stehen bleiben. Ja. Zack. Und da kann ich sie dann ausradieren. Alter, mit den Torpedos. Ich würde nie wieder ein anderes Schiff spielen für so eine Mission. Das ist jetzt so geil einfach. Ich meine, es ist schon ein bisschen unskilled, aber es passt ja dann für mich. Oh, schön. Ja, wenn ich mich knapp nicht mehr abschießen dürfen. Gut, hab ich den gerade so getroffen sogar? Oder was tut es? Nee, Schaden wird ja bloß bei mir angezeigt. Ah, ich habe sogar einen gerade normal getroffen. Kannst du das vorstellen? Wow. Ja, also das ist für mich im Flug, Felix, ja. Das ist Krankheit abgeschossen vom Torpedo. Mann, wo ist er denn? Hat den doch gerade. Ja, direkt vor mir ist einer hier. Ja, ich sehe ihn auch. Bombo. Oh, ey, das fehlen auch noch zwei. Ja. Zuerst habe ich den aber. Oder hab einer von uns beiden. Keine Ahnung, wer den Final jetzt getroffen hat. Das weiß ich auch nicht. Da ist er. Ah, oh, ich kann nicht so schnell drehen. Jetzt aber. Ja, sehr schön. Ja, nice. Es ist das perfekte Schiff für mich, bin ich ehrlich. warum habe ich den nicht eher ausgewählt? Der B-Wing. Es ist auch der B-Wing, ja, fast schon. Gibt es eigentlich ein richtig großes Schiff, mit dem man noch fliegen kann, irgendwie? Also so ein Kreuzer quasi dann auch? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Weil jetzt gibt es die Großkampfschiffe, aber man kann sie ja nur herholen quasi. Du und sicher, dass du eine Großkampfschütze. Ist das nicht so wie bei Clone Wars? Konntest du damit. Also war da so ein großer replikanischer Kreuzer, war in Clone Wars deine Basis, ne? Ja, ja. Oder bei den Separatisten dann nicht. Kann man damit irgendwie da auch zwischen die Planeten. Notier, also da kann man die Basis verändern, sozusagen. Kann sein. Hä? Wohin? Achso. Ja, zum Ding. Okay. Die Kiste wurde schnell abgeholt. Zum Ding. Zum Dr. Ewart zurücklaufen. Ja, und dann jetzt nochmal. Das ist eigentlich der Gong. Ich will mal wieder auf den Gong laufen, weil das ist am schnellsten, aber der Gong ist nicht mehr bei mir. Mein Gong verloren. Okay, schade, ich kann nicht einfach jetzt schon noch auf. Ich hab meinen Gong verloren. Hä, hey, was? Nee, der ist bei mir. Warum ist er bei dir? Ich bin Spieler 1. Weiß nicht. Ich dachte, wenn wir zu weit auseinander sind, spawnen eh 2. Nee, bei mir ist gerade keiner. Lol, komisch. Also, wenn wir ganz weit auseinander sind, habt ihr es schon. Hm, steht hier. Ja, fuck, wo ist. Fuck, wo ist die Karte? Hey, gerade kam der Grußliebe und Redname aus weiterem Himmel, an. Das warst du, nicht? Ich hoffe, du hattest keinen Ärger. Ich würde mich verantwortlich fühlen, wenn du arm würdest. Ha! Okay. Wo nehme ich nur immer diese genialen Witze her? Egal, das ich sage. Auch den ganzen Tag, Alter. Bin ich. Ich sage Bonda, er soll sich mal umsehen und einen hübschen neuen Arm aussuchen. Er wird im Nu wieder flott sein. Achso, brauchen wir gar keinen Doktor. So, ich glaube, den müssen wir jetzt schon noch holen. Gut, du hast einen Ersatzarm, das ist gut, aber ich brauche auch jemanden, der das Ding anbringen kann. Komm zurück, wenn du mehr weißt. Ja. Also, ab noch. Hm? Nicht angezeigt wird. So, wir müssen jetzt nochmal auswählen. Ah, ja. Perfekt. Naja, zurück dahin, wo wir sowieso hin müssen. Kommen, Doktor. Wer kann denn das anbringen auf der Echo-Basis? Was glaubst du? Ein Wampa? Ein Wampa, ganz klar. Nee, der kommt jetzt in Mon Calamari. Mon Calamari, ja, Mann. Ich hoffe, da geht es noch schnell. Willst du dich als Original. Ja, nein. Warum? Alles das. Warum darfst du nochmal fliegen? alles das nicht. Okay, dann haben wir wieder mal Schiffe getauscht. Das ist wirklich wieder getauscht, wenn wir wieder eine Mission zu erfüllen haben, das geht ja gar nicht. Naja, fühlst du dich eigentlich dem Mon Calamari besonders verbunden? Weil, bist du ja ursprünglich auch ein Fischkopf? Ja. Das wird dir nicht hier eingefallen jetzt. Da siehst du schon. was? Was hast du ein Druide? Wow. Leider gehen mir die Computer. Nachkommen. Wir haben doch schon was, oder?
Ja, Partylaune. Wo müssen wir jetzt hin? In Wüstengebieten? Ja, wir könnten mal wieder auf Jakku müssen. Och man. Beim Händler kaufen? Was? Ja, was für ein Händler? Wo ist der Händler? Ich will lieber kaufen. Alter, wir sind noch bei zwei verschiedenen Planeten, ey. Ja, warum denn nicht? Jakku und Tatooine? Wir gehen aber erst noch Jakku, weil auf Tatooine vielleicht müssen wir nicht mehr zurück zu ihm. Weißt du, ich hätte kurz Hoffnung gehabt, dass wir den Part diesmal, dass wir den jetzt direkt beenden können. Ja. Ah nein, jetzt wird's wieder ein 40-Minuten-Ding werden. Ja, ich schon so lang schon wieder. Ja gut, aber das ja, jetzt ist also, machen, jetzt ja. Ist sogar 37 Minuten so lang. Wir hätten auch die Wookie aufhören sollen. Hättest du das gesagt, hätten wir einfach mit einem Auftrag aufgehört. Das ja. Ich dachte halt jetzt, komm, das geht jetzt schnell, einfach den Chirurgen dazu holen. Felix, wir finden es einfach ein, wir hören nach einer halben Stunde Strich auf mitten im Ding. Ist egal, weil wir ihn nahtlos aufnehmen meistens. Oder relativ oft eigentlich mittlerweile. Es ist ja, dass wir nur eine aufnehmen, ist gar nicht so oft. Das stimmt. So können wir ja einfach mit einem Ding aufhören und dann ist das so schlimm, ist das ja auch nicht, sag ich mal. Ja, dann hören wir hier jetzt einfach auf, oder? Warum will ich. Oh, das ist gedrückt. Das war Dings, aber dann hören wir hier einfach perfekt. Auf. Perfekt, ja, genau. Genau. Im nächsten Part haben dann wir anscheinend vier Teile. Und dann müssen wir nochmal was kaufen auf Tatooine. Wir haben Spaß, wie man dann ja, Ray gerade sieht. Dann brauchen wir noch. Ein Auto und ein Badezimmer und ein Wohnzimmer Stefan und ein Schlafzimmer. Und Stefan braucht sein B-Wing wieder. Und ich brauche mein B-Wing und einen A-Wing und einen X-Wing und einen Y-Wing. Ja, was der Stefan nicht alles braucht. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also ich lache, ja. Die weiblichen Stimmen. Ja, die waren sehr toll. Sehr unterhaltsam, hoffe ich mal. Wiederholen würden wir so schnell nicht, weil ich glaube, das ist absolute Folter. Und es ist ziemlich anstrengend für mich tatsächlich. Weiß nicht warum. Naja. Aber dann würde ich nur noch sagen: Möge die Macht mit euch sein. Servus. Ciao.